Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Paar von Super Mario Maker 2. Wieder mal mit dem guten Aaron. Hi. Und heute spielen wir wieder den Story-Modus für euch, also den Abenteuer-Modus. Und mal gucken, welche schönen Levels wir heute haben und ob wir auch weiter am Schloss bauen können. 60% haben wir inzwischen. Ah, wir haben das letzte Mal gesagt, wir wollten ja mal wieder bei den Baumeistern vorbeischauen. Und ich glaube auf unserem Fröschlein. Genau, ich glaube auf dem Baumeister, auf den wir uns am meisten gefreut haben, war der Frosch. Und da müssen wir hoch nach oben. Wie man eben auch gesehen hat, Mr. Radierer hat auch wieder was. So. Aber bei ihm waren wir noch gar nicht, außer dass wir ihn halt eben entdeckt haben. So, möchtest du ihn sprechen? Oh, ist der süß! Ein prächtiges Schloss baut ihr da. Doch, oh weh, die Umgebung ist trüb und trist. Wenn du einen Auftrag für mich erfüllst, werde ich Feld und Flur mit Blumen segnen. Das ist nett. Das lebende Labyrinth und ein 3-Sterne-Level? Ja, okay. Wo ist denn nur mein Schätzelein? Mich dünkt es kaum in die Quappen. Bitte geh in diesem fischigen Irrgarten für mich auf Suche. Klingt nach Wasser. Irrgarten, Labyrinth. Wasser. Ich glaube, du wolltest heute anfangen. Das ist dein Level, alter Junge. Gib dein Bestes, roter Ritter. Der ist zu nett. Das stimmt, das passt gar nicht. Das ist bestimmt eine hinterhältige Falle. Aber dass er fetter Ritter zu uns sagt, hätte er sich sparen können. Stimmt. Oh nein! Es ist wahr. Oh. Ah, okay. Toll, das ist schwer zu einfach. Ja, gut so. Weil ein Fehler bringt einen jetzt um. Das stimmt. Ich weiß, dass da unten eine 10er-Münze war. Na gut, jetzt sehe ich ja wieder. Ach, die Hälse mit hinkriegen. Gar nicht? Ne, eben muss man sie ja. Ja, davor wahrscheinlich, bevor du da reinschwimmst. Also. Okay. Na ja, dann. Lassen wir sie ausnahmsweise mal weg. Wenn du ein wahrer Mann wärst, hättest du so. Hä? Ich weiß nicht, ob ich lang muss. Rechts und dann hoch, Alter. Nein, wieder runter. Du bist jetzt rechts und dann. Ja, genau. Oh. Hi. Hä? Da links geht's hoch. Hm, stimmt. Was? Hä? Okay, dann musst du rechts runter. Weil da kann es auch natürlich noch weitergehen. Ja. Oh, Checkpoint immerhin. Gut so. Ja, wir bleiben uns treu. Ja, aber es ist auch nicht ganz einfach. Mhm. Das ist mindestens ein 5-Sterne. Mhm. Das ist vielleicht ein 1-Sterne. Du bist ein 1-Sterne-Level. Ich sitze ein 1-Sterne-Level. Ach du. Hä? Muss ich wieder unten weiter oder was? Das ist eine gute Frage, weil ich sehe gar keine Lücke bis jetzt. Ja. War doch da unten, ja. Hat sie zum. Nee, nee. Hä? Hä? Okay, du musst einfach nur den hinterher schwimmen und mega schnell. Nee, da kommst du ja trotzdem nicht vorbei, da nach rechts. Normal nicht. Hä? Bist du sicher, dass das nicht dein Level war? Ich weiß halt mal mehr, wie es jetzt weitergeht. Sag mal! Hör mal, Bruder, jetzt wenn du Hilfe brauchst. Das kannst du dir sparen. Geht's doch unten dann weiter, oder was? Weil oben geht's ja gar nicht. Ja, aber unten ging doch. Gut, du kannst ja nochmal. Obwohl, da ging's ja. Doch, dann wartet. Nee. Hä? Hä? die Schnecken. Haben sie sich da unnötig schwer gemacht, die Idioten. Ich muss sagen, das war grandios. Geht's denn da weiter? Oh. Das ist aber knapp bemessen. Ja. Aber als Eintag ein kleines 3-Sterne-Level ist doch was Herrliches, alter Junge. Das stimmt. Dafür war es nicht sonderlich lang. Das stimmt. Ja, der Checkpoint war ja auch schon relativ am Anfang vom Level, aber wenn das Level halt so schwer ist, dann. Ja. Bestimmt. Ah, dann doch lieber so einfache Level von Tobi oder so. Das gibt nur 37 Goldstücke, das ist ja gar nichts. Mhm. Der Auftrag ist erfüllt, die Blümlein blühen. Alles, wie es verheißen war. Beim Glanze der Disco-Kugel. Okay. Ja, das. Geil. Jetzt gibt's ein bisschen Party. Ich liebe diesen Frosch, der ist einfach crazy. Ja, bei den Baumeistern gibt es ja selten viel Münzen, aber wir müssen ja alle Level E durchspielen, deswegen. Geil, sieht das jetzt hübsch aus. Das stimmt.
Deswegen war das schon gut so. Das stimmt, wir wollen es ja schön haben. Oh, ja, noch ein Auftrag. Wird mir das ich hoffe, dass es nochmal sowas ist. Würde der rote Ritter mir noch einmal seine Aufmerksamkeit schenken? Nein. Nachdem ich das Level gesehen habe, nein. Wenn du noch einen Auftrag für mich erfüllst, werde ich für dich Berge versetzen. Okay. Luft anhalten. Ich möchte meine Schätzlein mit einer wackeren Heldentat beeindrucken. Einmal durch den Fluss schwimmen, ohne das kühle Nass je zu verlassen. Würdest du den Beweis führen, dass diese Tat im Bereich des Machbaren liegt? Oh Gott. Erreiche das Ziel, ohne das Wasser zu verlassen. Oh, das gibt's auch als Herausforderung. Ja, hatten wir noch nie. Ja. Gib dein Bestes, Dark Knight. Roter Ritter. Also es hört sich auf jeden Fall auch cool an. Das und auch schwer. Das stimmt. Weil du darfst keinem aus dem Wasser springen. Wenn da die Gegner jetzt auch so mies platziert sind, dann... Bin ich mal extrem gespannt. Ohne das Wasser sinkt doch wieder. Ja, klar. Das ist... Okay. Das ist auf jeden Fall auch interessant. Das stimmt. Ich würde jetzt eigentlich da hochgehen wollen, aber ich mach's lieber mal nett. Kann ich verstehen. Ja, natürlich. Nein, nein! War ich jetzt schon draußen? Nee, ich glaube nicht. Okay, dann ist ja gut. Hättest du dir sparen können, Kamek. Nein! Okay, Magikupa hat dich erwischt. Das hättet ihr euch sparen können. Niemand erwischt Mario. Das stimmt. Hast du ihn jetzt gerade an? Ich dachte gerade, du hättest ihn erwischt. Keine Sorge, alter Junge. Echt? Ich hab gedacht, ich kann von oben auf ihn drauf, aber ich glaube, im Wasser geht das gar nicht, oder? Doch, ich glaube, du warst nur daneben. Also war nur ich einfach schlecht. Ja, das würde ich so nicht sagen, aber ja. Okay. Oh nein. Die können interessant. Kriegen. Ach so. Na, musst du auch nicht, aber. Oh. Jetzt würde ich warten. Natürlich springe ich dann hin, wo ich sage, noch echt. Ja. Weil du immer das Gegenteil machst von dem, was ich sage. Also war es ja wieder gut. Stimmt. Geh doch weg! Nein! Obwohl, das trifft mich nicht, oder? Nö. Hättest du dir was Besseres einfallen lassen müssen, du alter Knacker? Nein! Echt? Nein, das ist nein, 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 nein! Also kam ich hier wirklich wieder, danke. Ich dann sei ich eklig. Dann sei froh, dass es nur Magikupa sind. Und das war's. Und hier gibt's keinen Speicherpunkt. Das ekligste ist, dass man alles nochmal machen muss dann. Das stimmt. Das Gute für die Zuschauer ist, dass ich schneiden kann. Davon hast du aber leider nichts jetzt. Nein, 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 oh. Nein, 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 nein! Vorsicht, lass... Das hättet ihr euch sparen können! Mein schöner Pilz! Und denkt dann nicht dumm, wenn er auf die Brücke entspringt. Das hättest du dir... Das ist schon das Ziel. Geil! Was?! Hä, was? Jetzt muss ich das Level nochmal machen oder was deswegen? Ja. Frosch, du bist dumm, ehrlich. Was soll das denn jetzt? Jetzt muss ich wirklich sterben, damit ich. Ja. Ich glaube, du musst. Also kann das durch Zufall jedes Mal passieren, theoretisch. Ja, ich glaube, du musst die vorher besiegen oder so, ich weiß nicht. Oder schneller sein. Ich hasse das Spiel. Jetzt muss ich es wirklich machen, weil der. Zieh ab, Luigi, das bringt dich um. Okay, lieber das, als dass ich sterbe. Weil das passiert ja jetzt anscheinend. Nein, 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 nein. Ja, das Ding ist, ich wusste, dass Magikupa das wegzaubern kann. Aber. Nein! Ich habe das nur ein einziges Mal im Let's Play gesehen, das ist schon Ewigkeiten her. Okay, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Ja, du musst die vorher besiegen. Hä, aber wie soll ich die denn alle platten? Ich hasse das Level ohne Witz, ich hasse es so arg. Nein, 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 nein. Nein, nein! Hä, der lebt noch? Ich hätte gleich bin draufgekommen eben. Vielleicht ist noch einer. Hä? Weil ich dachte auch, dass du ihn erwischt hast. Vorsicht! Dieses Scheiß-Level. Ich hab's jetzt schon 6 Mal gespielt oder 5 Mal. Nein, nicht hochgehen! So, jetzt kommt das Ziel, oder? Schieß am besten nein, 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 nein!
Schieß am besten gleich Feuerbälle, wenn du jetzt schwimmst, nur zur Sicherheit, falls doch ein anderer ist. Ah, das ist noch gar nicht das Ziel. Nee. Aber da kommt's jetzt, oder? Ja. Ich hasse ihn so sehr. Warte. Schieß, schieß, schieß! Hey, warum? Pass auf! Nein, ich geh nicht. Weil ich bin jetzt schon wieder schnell. Ja, ich meine, der geh runter. Aber warum hat's diesmal das Ding nicht kaputt gemacht? Weiß ich, ich muss Karmic leben, es macht zwar keinen Sinn, aber. Oder weil er nicht direkt. Ach, ich glaube, das Level hier. War ein schönes Level, oder? Ist ja ekelhaft, du Frosch. Wenigstens hoffe ich mal, dass mir jetzt was Gescheites dafür gekriegt. Der Auftrag ist erfüllt, Berge werden versetzt. Alles, wie es verheißen war. Da steckt der Frosch. Party! Oh Mann, ey. Ich hoffe, er hat jetzt keinen Auftrag mehr. Ich bin mal gespannt, was jetzt überhaupt sich geändert hat. Zerstört er jetzt alles? Echt? Dann bringe ich ihn um. Wow, geil. Cool, die Hügel. Ja. Bisschen Mario World Feeling. Das stimmt. Ich mache erstmal was anderes. Würde der rote Ritter mir ein letztes Mal. Gott sei Dank. Wieso ein letztes Mal? Beweisen? Danach haben wir auch noch mehr Wenn du diesen Auftrag für mich erfüllst, werde ich dich in neue Tücher kleiden. Oh, wir kriegen dann wahrscheinlich das Froschkostüm oder so, Kumpel. 4 Sterne nur. Ah, perfekt. Oh weh, mein Schätzelein hat mich verlassen. Der Arme. Ich möchte nur noch kraftlos vor mich dahin treiben in der Schwärze des Meeres. Begleite mich in die Tiefen. Oh, roter Ritter. So wie du bei Keggy, alter Junge. Gib dein Bestes, roter Ritter. Ich glaub's auch. Egal, vielleicht hat ja Mr. Radiergummi für dich danach noch ein schwereres. Das hättest du dir sparen können. Geil. Geister, dein Lieblingsgebiet, alter Junge. Das stimmt. Weil du immer die Geister kriegst. Also Geister und Unterwasser ist auf jeden Fall eine geniale Kombination. Das ist... Weiß ich nicht. Ah, ich habe eine Idee. Stimmt, ja. Wahrscheinlich haben die den Schlüssel. Na, das kann sein. Ich würde von unten nach oben springen können. Okay. Von unten, ja, weil dann stirbst du ja. Ah, okay. Das hat ja mehr Sinn. Entschuldigung, dass ich es gesagt habe. Springst du jetzt da durch die Mitte, anstatt dass du wartest? Gut. Sag mal, was war denn das? Ich wollte es probieren, wenn du es schon sagst. Mann. Ich würde sagen, ich wollte sagen Super Mario Maker eigentlich. Das stimmt. Aber, ja. Aber wir lieben auch Super Mario World. Also. Passt es trotzdem. Aber ich wollte sagen, wir lieben dich Mario Maker, aber hassen dich auch. Ja, das ist leider jetzt korrekt. Jetzt stimmt's. Jetzt brauchen wir noch den On-Off-Switch irgendwie. Und ich weiß, dass es Mario Bros. Ist. Mm-mm, Super Mario Bros. Oh mein Gott. Ich wusste es doch schon beim ersten Mal nicht. Musst du mich dann immer blamieren? Ich weiß doch, dass es Mario 64 ist, mein Gott. Wieso kommt der Fork denn nicht mehr zurück? Weil du mich immer ärgern musst, deswegen, der hat's gehört. Hä? Ja. Ach, da oben ist der auch noch Switch. Wo ist der jetzt vorn hin? Keine Ahnung. Oh, wobei, das bringt ja gar nichts, wenn ich den aktiv. Die Musik habe ich immer früher geliebt, weil ich wusste, dass dann diese Tintenfische kommen. Muss ich. Hä? Ah, achso. Wahrscheinlich als Helm, aber. Ja, aber. Ich bin auch noch ratlos, keine Sorge. Und gut, dann müssen wir wahrscheinlich. Ja. Ach so, damit er das hier wegmacht. Ist eigentlich cool. Das stimmt. Gut, außer er macht's nicht. Ja. Hier bin ich Tom. Vielleicht musst du den von ganz unten noch holen, weil der nur nach links geht, alter Junge. Ja, siehst du aus. Könnte sein. Der ist dann nach R, der geht nach rechts. Das muss man ja erstmal wissen. Töten die sich jetzt gegenseitig? Bleibt der überhaupt da oben fest?
cool, die blockieren sich jetzt. Das ist natürlich auch super. Nein! Nein! Perfekt. Egal, ich hab noch meinen Helm. Das tut mir jetzt echt leid, dass du auch so ein ekliges Level bekommen hast, alter Junge. Ich find's eigentlich schlecht. Du findest es eigentlich schlecht. Ich geh jetzt einfach durch die Röhre. Das sind neue Ausrüstungspflanzen, Kumpel, wenn du reinfliegst. Echt? Ja. Danke fürs Anlügen. Kein Problem, ich wollte nur, dass du dich besser fühlst. Immerhin hat der Schuh deinen Helm noch kaputt gemacht. Oh, jetzt kann ich wieder das aktivieren, mein Gott. Ich weiß, dass du eigentlich drauf stehst. Ja. Was? Tschüss. Boah, jetzt hast du es. Boah, jetzt hast du es dem Spiel gegeben, alter Junge. Ja. Wow. Das war heftig. Was? Sag mal, das ist doch ein Witz jetzt. Ja, die kommen halt da unten auch raus, mein Gott, du hast dir den ganzen Weg unnötig gemacht. Jetzt tun jetzt so, als ob dir das nicht eigentlich gefällt. Die Frage ist eh, ob du den oben wieder runterkriegst irgendwie. Wahrscheinlich. Ach, der ist nicht. Immer noch da oben. Ja. Also wahrscheinlich kann es auch sein, dass du sterben musst. Also hat das Spiel mich wieder betrogen. Ja, natürlich, das Spiel muss. Du hast doch gerade gesehen. Ja, klar. Du bist klar. Dein Gesicht ist klar. Danke. So. Siehst du, wenn das Spiel nicht cheatet, funktioniert es ja auch. Wie kommst du zu dieser Tür? Das ist eine coole Frage. Da auf jeden Fall nicht. Das stimmt. Aber Gegner kommen da. Das stimmt. Folg mal dem Pfeil, alter Junge. Okay, du hast einen Checkpoint erreicht. Siehst du? Aha. Aha. Ja, aber wie soll ich denn die Tür rein? Ha. Tja, das ist eine gute Frage. Ah. Okay. Auch kreativ. Was ist denn da drin? Eine Blume? Nein, ah. Die bin ich. Ah, okay. Schießt es denn nicht? Endlich. Nein. Oh Gott. Das war klar. Na gut. Wäre ziemlich witzig, wenn du jetzt den falschen Weg gehst. Das stimmt. Aber ich glaube, ich bin richtig. Ja, ja. Ich überlege gerade, ob man die jetzt auch noch besiegen muss, aber mach's, ich mach's doch einfach sicherheitshalber. Vielleicht ist ein Schlüssel drin oder irgendwas anderes. Oder Schweinchen. Ich wollte gerade sagen, wir sehen jedes Mal dieses nette Schwein, von daher passt das ja. Okay, war. Hey, du kriegst die falsche Richtung, weil es ging noch nach rechts, deswegen. Ja, der Fall. Ich denke eher, dass das mir das wahrscheinlich freischießen muss. Pfeil ist nicht unbedingt deine Rettung, alter Junge. Oh, doch. Gut, es kann natürlich sein, dass das dicke Ding dir komplett hinterher fliegen muss. Theoretisch, ja. Es wird zwar ekelhaft, bis es die ganz unten da abgeschossen hat, die zwei Stück und dann da durch kann, aber. Sag mal! Oh, wow. Kannst du jetzt schon durch eigentlich? Oder muss es auch wirklich die letzten zwei unten auch kaputt machen? Na doch, es müsste schon durchgehen. Ach, ja. Gott sei Dank. Aus Zeitgründen verzichte ich sogar erstmal auf die 10 Münzen, weil. Meinst du, da ist vielleicht sogar die Zielflagge hinter den Klötzen?
Alles möglich, alter Junge. Nö. Oh, das ist aber noch eine Wand. Cool. Wenn du dich vom Feuer treffen lässt, gibt's Bonuspunkte, Kumpel. Echt? Mhm. Dann probiere ich das gleich mal dort hinten. Da ist das Ziel. Danke. Wäre cleverer gewesen, wenn sie es in das Ding reingemacht hätten irgendwie. Aber okay. So geht's auch. Naja, dann darfst du noch ein Level machen. Vielleicht hat der Frosch ja doch eine Überraschung für uns. Ein Froschhut. Geil. Stimmt, wir haben so viel Geld, dass wir was bauen lassen können. So. Ich hoffe, dass es jetzt ein schweres Level ist. Evakuierung im Panzer. Das ist hoffentlich ein mega schweres Level. Wow, wow, in letzter Zeit ist es nachts immer so windig und regnerisch. Ja. Bitte bring mir irgendwas, worunter ich mich verstecken kann. Erreicht das Ziel in einem Knochentrocken. So. Das hört sich doch nach einem guten Level an. Und dein Gesicht ist ein Level. Sag mal, Mario Bros. 3 ist ein Level. Oh, nachts. Oh, schön, Scrawling ist auch noch dabei. Geil. Siehste? Das liebe ich. Achso, ich hab schon gerade gestorben. Das wäre cool gewesen. Okay. Ziemlich eng bemessen. Findest du? Besonders wenn man das Level gar nicht sieht. Okay. Okay. Nein, da war eine 10. Nein! Okay, ich hab's geschafft. Ich meine, es war klar, dass ich es schaffe, aber. Ich mag Level, die einen Druck machen. Das stimmt. Geil. Banzai-Bill. Aber ich hab's trotzdem hier reingeschafft. Stimmt. Jetzt 10 Checkpoints wären mir recht. Oder kein Checkpoint, das wäre mir auch. Perfekt. Ich bin halt doch der Allerbeste. Ich glaube, da musst du. Oder? Ja, wahrscheinlich. Nein, naja, okay, es reicht auch so. Cool. Gott sei Dank. Das ist ja nur ein Sternlevel. Nein, das hatte 3 Sterne. Ja, aber plus jetzt, zwei Sterne, das sieht. Also 5. Es hatte 5 Sterne, das haben wir beide gesehen. Das stimmt. Aber das Ziel kommt jetzt gleich. Stimmt auch. Haha! Ja. Gut. Dann beenden wir den Part an der Stelle und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder im Story-Modus von Mario Maker. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.